Hallo, ich bin Thomas Weinberg und das ist mein Tipp für euch. Wir als Reiter haben alle auch mal schlechte Erfahrungen und auch schlechte Ergebnisse. Das heißt, mal schneidet man einfach einen Parcours ab und hat auch mal ein katastrophales Ergebnis. Wichtig ist dann, nicht direkt die Emotionen überhand werden zu lassen. Das heißt, nicht direkt frustriert sein, auf keinen Fall die Wut irgendwie am Pferd auslassen. Einfach erstmal ruhig bleiben, aus dem Parcours rausreiten, warten, bis der Puls runterkommt, bis die Emotionen runterkommen, sich dann in Ruhe das Video angucken und sich dann abends einfach die Gedanken dazu machen, dass man daraus versucht, ein Fazit zu ziehen, also dass man aus der schlechten Erfahrung trotzdem irgendwelche positiven Sachen rauszieht. Klar ist man im ersten Moment sehr frustriert und dann auch sehr sauer, aber diese Wut muss erstmal aus einem selber raus, damit man mit klarem Kopf daran arbeiten kann.